Hallo liebe YouTubis, herzlich willkommen. Mal ein ganz, ganz kurzes Handy-Video in wahrscheinlich grottenschlechter Qualität von mir in Arbeitsklamotten direkt hier in meinem Pferdestall. Ich bin gerade bei meinem jährlichen Pferdestallputz. Ich mache einmal im Jahr meinen ganzen Stall sauber. Das heißt, ich sauge die Wände ab, wische alle glatten Flächen ab und was eben halt sonst noch so anfällt, räume ein bisschen auf und nutze halt die Gelegenheit, so mal ein, zwei Tage hier klar Schiff zu machen. Und wo ich gerade dabei war, ist es mir so in den Kopf gekommen, ich muss eigentlich noch mal ganz schnell mal ein Video dazu machen, bevor du es wieder vergisst. Und zwar ein ganz, ganz wichtiges Thema ist eben halt das regelmäßige Saubermachen des Pferdestalls beziehungsweise das zumindest das Abfegen der Spinnweben, weil das ist ganz, ganz wichtig und viele bedenken das überhaupt gar nicht. Spinnweben sind extreme Brandbeschleuniger. Wenn es zu einem Brand kommt, wird sich das Feuer über die Spinnweben noch viel, viel schneller und weitläufiger ausbreiten, als es vielleicht ohne Spinnweben der Fall wäre. Und ja, deswegen also zumindest regelmäßig die Spinnweben abfegen oder auch eben halt, wie ich das mache, einmal im Jahr die Wände wirklich absaugen. Da ist also im Falle eines Brandes ist schon mal viel getan, wenn da eben wenig oder keine Spinnweben sind. In manchen Pferdenstellen sieht man ja die dicken Weben mit ganz viel Staub von der Decke hängen, gerade auch so auf Heuböden oder wo Heulager sind. Ganz, ganz gefährliche Sache und ich fand das jetzt gerade mal so ein bisschen wichtig, das euch auch mitzuteilen und ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen und ihr könnt damit was anfangen. Wie gesagt, immer Daumen nach oben, wenn es gut war, Daumen nach unten, wenn es überflüssig war, abonniert meinen Kanal, schreibt Kommentare und ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!